Moin, herzlich willkommen zur 101. Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Map. Die Vierfachversion oder die Vierfach-Map in der Version 1.2. Wir sind dabei, Feld 12 zu ernten. Feld 4 wurde gerade komplett ausgesät. Was wir dann noch machen müssen, ist auf Feld 12 Stroh holen. Und ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den da nicht irgendwie weggeschoben kriegen. Damit wir dann hier das Fass voll machen können. Voll machen will ich es gar nicht. Boah. Ein paar tausend Liter muss ich da schon reinhauen. Damit ich dann die Kühe versorgt kriege. Weil die haben nichts mehr zu saufen. Und das geht gar nicht. Boah, 20.000 Liter könnten wohl reichen, ne? Series 7 steckt im Verkehr fest. Ja, da lassen wir jetzt mal so. Solange denn der Lexion der fährt. Wo ist denn der fährt nicht. Der fährt auch nicht. Och Mann. Ich muss erstmal eben hier schnell gucken, dass das auch vernünftig läuft. Das soll gut laufen. Aber da sind wir schneller, wenn ich da jetzt eben hinlaufe. Wahrscheinlich, als wenn ich mich da durchsteppe. Ja, ich habe mich da auch lange nicht mehr drum gekümmert, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, ne? Erstmal gucken, da kommt Lilly. Die wollen wir ja auch nicht umfahren. Oh ja, hier ist gar nichts mehr. Hier muss Stroh hin, hier muss alles hin. Mann, Viecher, verzeiht mir. Bitte verzeiht mir. Da lache ich ja nicht so schlecht, ne? 331 Liter. Lassen wir mal eben hier ab, den Rest Wasser. So. Wieder weg mit dem Fass.
Gut, dass ich da noch keinen Dünger drin habe. Na, jetzt werden wir erstmal hier unsere Viechers versorgen. Geht ja gar nicht, dass sie nichts haben. Ja. Zum Glück haben wir hier noch Mischrationen drin. Erstmal. Überhaupt erstmal was kriegen. Haben wir nun echt gar nichts mehr. So, Sauberkeit ist bei 100%. Strom haben sie kaum noch. Ja. Ja, den Xerion hole ich dann nachher weg. Ja, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier reinkommen, unfallfrei. Aber noch mindestens eine davon. Ach komm, wir fahren da hinten raus. Und holen uns einfach nochmal mindestens so viel. Ja, die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Voll machen bitte. Maschen. Also 95 Kühe stand da gerade. Ich glaube, angefangen habe ich mit 50. Ich glaube. Läuft er jetzt voll? Ja, noch nicht ganz voll, aber so, jetzt müssen wir noch ein bisschen Gras hier verteilen. Aus. Ja, da kann noch ein bisschen. Tankstelle für Treibstoff.
So, dann holen wir uns den hier noch. So. Naja, Stroh können wir noch ein bisschen mehr holen. Irgendwo hier war Strohträger. Ah, Stroh ist auch noch nicht gut, aber schon besser. Also ein, zwei Ballen müssen da noch rein. Ah, so kann man es ja erstmal lassen. Schafe müssen auch unbedingt Wasser haben. Aber erstmal brauche ich hier ihn hier. Selten dämlich. Sich so dämlich hinstellen. Zurückbringen. So, ich könnte eigentlich doch mal gucken, wie weit denn die Brücke schon ist. Die baue ich ja auch gerade. Kann man gleich mal machen. Aber erstmal hätte ich mein PKW hier ab. So. Ja, mach ich gleich Schafe. Was auch. So, was sagt denn hier die Brückenkonstruktion? Wie weit sind wir denn da? Naja, geht ja voran. Schon cool. 80. Warum mal die 80 heißt. 80 Tage ohne Arbeitsunfall oder was? Kies habe ich noch.
Stahl brauche ich noch. 8 Paletten. Zement brauche ich noch 10 Sack. Glaube ich. Aber jetzt nicht. Schafe versorgen. Das ist alles nichts. Nützt ja alles nichts. Muss gemacht werden. Ja, da muss ich Lilly nochmal neu programmieren, weil der Dreckbereich bis da nach draußen geht. Ist ein bisschen schade. Ah, Wasser läuft voll. Ah, das war jetzt erstmal alles. Das macht ja nichts. Nochmal eben hier auffüllen. Oh. Zeit rennt. Das sollte jetzt aber dann gleich reichen. Ganz ja, das läuft jetzt nicht nochmal leer. Sehr schön. Achso, ich wollte eigentlich mal gucken. Ja. Wie viel Heu, ach, wie viel Wolle hier denn liegt. Oh. Wolle ohne Ende oder was? Nee. Noch Platz. Sehr schön. Ja, eigentlich können wir dann mal den. Ja, da können wir uns auch durchsteppen. Milch muss ich auch noch wegbringen. Mann, ich habe noch so viel zu tun. Ja, sorgen wir mal dafür, dass der das noch vernünftig abkippt. Ich weiß, wir sind schon wieder, haben schon wieder Überlänge, haben die meisten von meinen Videos. Ja, ich bin da auch nicht so verkniffen und sage, ich muss jetzt genau 15 Minuten haben. Wenn so ein Video mal 20 hat, dann hat es 20, dann ist das so. Naja, also da mache ich mir dann auch nicht ins Hemd wegen. So, er erkennt den Abladetrigger. Aber er fährt einfach weiter. Unfassbar. Finde ich.
Ja, schön. Und abfahren. Ja, habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr zu. Achso, ich wollte mich in den... Gut, der wartet. Achso, hier ist gar keiner, den ich beladen kann. Das ist nämlich er hier. Ups, Lilly steht im Weg. So, den Kühen geht's wieder gut. Wunderbar. Ich habe hier so viele Unterstände, die ich überhaupt nicht benutze. Das ist unfassbar. Auch gar nicht so viel Zeugs. Ah, der Lexion steckt schon wieder im Verkehr fest. Mann, ey. Ja, was macht der auch hier für eine Scheiß? Es ist aber auch ein Riesenfeld. Wie weit bin ich denn da? Naja, es wird weniger. Es wird weniger. So. Was denn für ein Blitz? Den auch gesehen? Was auch immer.
So, dann können wir nämlich hier schön produzieren. Was mache ich jetzt noch? Den bringe ich da noch hin. Dann bringe ich schon mal Dünger rüber zur Saatgutproduktion. Und dann können wir hier nämlich richtig schön alles selbst produzieren und brauchen nichts kaufen. Ja. Und wenn das passiert ist, jetzt haben wir schon wieder eine Doppelfolge im Prinzip. Unglaublich. Ihr habt ein Glück oder ein Pech, ich weiß auch nicht. Ja. Aber das machen wir noch eben. So, der hat 30% Roggen. Der TGS hat schon wieder 15% Roggen. Auf Feld 12. Ja, das lasse ich noch so ein bisschen laufen. Beobachte das, dass das auch vernünftig läuft. Und dann. Das kriegen wir da auch noch so hin. So, und jetzt holen wir uns gleich ein bisschen Dünger. Bringen wir es hier zur Saatgutproduktion. Das machen wir noch. Dann sind wir zwar weit über einer halben Stunde mit der Folge, aber dann ist das so. Sag ich jetzt mal ganz krass. Los, komm. Mach mal voll da. Boah, das dauert aber. Ja, Leute, das ist die letzte Folge aus dieser Aufnahmesession. Und ich werde jetzt noch ein bisschen so ein paar Sachen ohne euch zu Ende bringen. Und dann sehen wir uns morgen, Samstag, dann wieder mit der 102. Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder wenn ihr mich abonniert. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, freue ich mich noch viel mehr. Und in diesem Sinne sage ich Ciao.